Aufschlag Matthias Hacke an der Seite von Daniel Drobitz. Oh, Scheiße, da kommt der natürlich nicht. Und der Mann mit den Fäkalien. Und feed Wasser ab. Nummer 57 im Mitternachtsturnier in Rübendorf. Himmelfahrtstag oder wie man im Volksmund sagt, der Vatertag. Und immer an diesem Vatertag gibt es dieses Mitternachtsturnier in Rübendorf. Doppel mit einer ganz speziellen Regelung. Es wird nur ein Satz gespielt, aber der wie in guten alten Zeiten bis 21. Und je nach TDR-Wert mit Vorgabe. Es könnten also in diesem Satz grob geschätzt 3 bis 5 Punkte Vorgabe gewesen sein, die da Matthias Hattel und Daniel Drobitz aufholen mussten. Das sollten sie eigentlich schon schaffen, aber Olli mit seinem Störbelag. Der sorgt dafür ziemlich viel Unruhe. Das ist natürlich taktisch nicht besonders geschickt, im Hauruck-Verfahren auf diesen Aufschlag drauf zu gehen. Denn da kann man ja erstmal den Ball im Spiel halten, da passiert ja nichts. Genauso wie er es jetzt macht. Sicheren Topspin rüber spielen. Und dann den Daniel eventuell vollenden lassen. Aber möglicherweise haben sie da schon hoch genug geführt, sodass man da auch mal einen Risikoball ziehen kann, nicht unbedingt auf Taktik und auf Sicherheit spielen muss. Eine Runde weiter, also Daniel Drobitz und Matthias Hackel, Vorfall notiert,